Hallo, ich darf euch zu einer zweitägigen Tour begrüßen. Bin gerade schon ungefähr etwa 2 Stunden querfeld eingelaufen jetzt, ging zum Steilberg hoch. Aber es hat sich gelohnt, schön urige, saftige Natur wieder. Die Bilder werdet ihr dann später im Video sehen. Und ja, das Motto ist an sich heute mehr oder weniger möglichst alles querfeld einlaufen, abseits der Wege. Lässt sich halt nicht mehr vermeiden, dass man einen Weg kreuzt. Aber ich will halt versuchen, so weit wie möglich das zu vermeiden. Und ja, es ist halt sehr warm. Wie wisst ihr, die letzten Tage, Wochen ist extrem heiß. Sehr schwül hier und geht halt alles ein bisschen langsamer, aber das soll uns ja nicht hindern. Und wenn ihr Lust und Laune habt, bleibt einfach dran. Würde mich freuen und dann sehen wir uns später wieder. Bis dahin, ciao. Wochenlange Hitze, der Boden ist so feucht. Das ist ein richtiges Biotop hier.
So, jetzt mache ich erstmal Mittagspause. Was zu essen. Das habe ich schon warm gemacht. Französische Feldverpflegung. Bohnen mit einer. Ja, sieht aus wie eine Wurst. Dann lasse ich mir mal schmecken. Ich erstmal noch mal ein bisschen relaxen dann. Ja, danach geht es weiter und dann schalte ich euch wieder dazu. Also bis dahin, ciao. So, ich bin jetzt mit dem Mittagessen fertig. Ich werde noch ein bisschen hier bleiben. So ein schöner, ruhiger Platz. Wie ihr seht, habe ich gerade meine Schuhe, Socken ausgezogen. Das soll man generell bei längeren Pausen machen. Auch wenn man Einlegesohlen oder Einlagen drin hat, die rausholen, alles gut durchliften kann. Dann ist es nachher wieder ein ganz anderes Fußklima, weil wieder die Socken und die Stiefel steigt und weiter marschiert. Ja, so sieht mein Übernachtungslager aus. Poncho aufgespannt. Ich gehe gerade mal rum. Die Längsseite ist abgespannt. Von der Kapuze nochmal hier schräg hoch, damit das Ganze ein bisschen mehr Volumen bekommt. Und ich habe mich dann zu Hause erkundigt, wie die Nacht die Windrichtung sein soll. Diesmal direkt aus Norden, dementsprechend habe ich schon mal ein Lager aufgebaut. Windgeschützen, falls es regnet, dass mir der Wind nicht den Regen hier hineinbläst. Ja, für eine Nacht wird es wohl gehen. Notfalls mache ich dann noch, falls es doch regnen sollte und der Wind von der anderen Seite kommt, die Unterlegplane. Bin ich dann noch hoch. Das ist nochmal wie eine zweite Wand dann. So sieht es hier ringsrum aus. Ja, man ist absolut windstill. Ist mir noch richtig drückend schwül. Ich denke, man kann fast ohne Schlafsack. Aber naja, so ab 2, 3 Uhr, 4 Uhr morgens zieht es ja meistens doch an. Und dann ist ganz gut, wenn man was Warmes hat zum Zudecken. Ja, ein anstrengender Tag geht jetzt zu Ende. Ich werde jetzt die restliche Zeit hier noch am See genießen, die Blicke schweifen lassen. Und nochmal so innerlich den ganzen Tag an mir vorbeiziehen lassen. So die Eindrücke, die Highlights, die ich erlebt habe. Ja, wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns morgen früh. Dann geht's weiter. Und bis dahin, alles Gute, euer Greg, macht's gut, ciao. We'll be right back.
Hallo, schönen guten Morgen. Die Nacht ist rum und ich habe auch schon angefangen, meine Sachen langsam einzupacken, denn ihr seht hier im Hintergrund, es ist ziemlich bewölkt, diesig. Ich weiß nicht, ob es Regen gibt, ist zwar keiner angekündigt, aber ich packe meine Sachen dann immer schnell ein, bevor es eventuell doch vielleicht anfängt zu regnen, und dann hat man seine Sachen eben schon im Trocknen alles und muss nicht im Regen rumhantieren. Ja, danach würde ich frühstücken, einen Blick auf die Karte werfen, gucken, wo es heute lang geht. Die Nacht selbst, ja, am Anfang war es sehr, sehr warm noch. Ich konnte nur auf dem Schlafsack liegen. Erst so gegen 1, 2 Uhr hat es dann ein bisschen abgekühlt. Kam ein leichtes Windchen auf. Und jetzt hat es nochmal merklich abgekühlt. Und es ist wirklich angenehm. Ich hoffe, dass das da vorne wieder auch so bleibt. Und ja, wenn ihr Lust und Laune habt, dann bleibt einfach dran. Würde mich freuen und dann sehen wir uns später wieder. Bis dahin, ciao. So soll es aussehen. Gibt doch keinen Ärger. Lagern für eine Nacht, alles schön und gut, aber diese ganzen neumodischen Scheiße mittlerweile mit ihren Schildern, Türmen, Erdhöhlen, je größer, tiefer, desto besser. Es geht gar nicht mehr. Man kann schon die Förster, Jäger oder die Waldbesitzer verstehen, wenn die den Hals auf die Szene haben. Lass doch einfach sein, wie die Natur ist, Mensch. Was ist da so schwer dran? Warum muss der Mensch immer versuchen, irgendwo in die Natur einzugreifen? Genieß doch einfach die Schönheit der Natur und lass sie so, wie sie ist. Es ist so schwer zu verstehen. Naja, hauptsächlich die jungen Kiddies. Klickgeil, ne? Mit so Themen kriegt man halt Abos, Klicks. Schon traurig. Naja. Thank you.
So, wir sind so ziemlich am Ende der Tour angekommen. Ich muss jetzt nur noch hier diesen Hügel hoch, dann hinten ins Tal hinunter zum Auto. Ungefähr eine halbe Stunde noch, denke ich mal. Ja, und ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, euer Greg. Ciao.